Ja, hallo. Schönen guten Tag, mein Hallo. Name ist Star DSL GmbH. Spreche Ja. ich jetzt mit den Herrn Rakech-Solinder? Ja, hallo. Sehr gut. Es geht darum, uns ist bekannt, dass bei Ihnen in Husum immer noch an manchen Stellen schlechtes Internet herrscht. Und Ja. da wollten wir mal fragen, wie es bei Ihnen ausschaut. Schrecklich. Schrecklich. Haben Sie schon mal über die Variante mit einer Satellitenschüssel nachgedacht? Über was bitte? Internet über eine Satellitenschüssel. Kann man das wie Fernsehen? Genau, wie Fernsehen ist das? Nur halt das fürs Internet. Und das ist dann besser geworden? Das Oder ist besser, besser viel werden? besser. Okay, was kann man da für Speed bekommen? Zurzeit 30 Megabits im Download, 6 im Upload, bald sogar 40. 40 bei Upload? 40 beim Download. Und kommt dann auch mehr bei Upload, weil das wäre für mich sehr wirklich guter Upload zu haben, weil sonst dauert es immer so lange. Nee, der Upload bleibt bei 6. Schade, aber das ist immerhin schon besser, weil wir Das ist viel immer, besser. weil ich mache sehr viel mit Online-Video und das sind ja große Dateien und das dauert dann immer sehr lange, eine Hochladung oder eine Verschickung zu machen und den Kunden, den wollen ja nicht warten, weil Zeit ist ja Geld, wie Sie wissen. Na klar, das stimmt. Richtig. Und was können Sie mir da geben oder erzählend machen? Also ich kann Ihnen halt den Tarif anbieten, Ja. den ich Ihnen gerade mit 30 Megabits im Download, bald 40 halt, Mitte des Jahres ungefähr und 6 im Upload, Ja. plus Fernsehen für 29,90 € monatlich. Und wenn wir das Fernsehen wegnehmen? Das Fernsehen ist automatisch immer mit drin, das können wir N nicht rausnehmen. kann man nicht raus Buchung machen? Nein, leider nicht. Ist Festnetz mit drinnen? Festnetz noch nicht. Wenn Sie es dazu möchten, wird es wieder teurer. Was kostet das denn? Für alles zusammen wäre es 42,85 €. Bei Festnetz, das wäre eine Flat in alle Netze, auch ins Mobilfunknetz. Ja, das ist sehr gut, weil ich muss immer sehr viel anrufen machen. Nee, das wäre dann für 42,85 € alles zusammen. Wie ist es denn bei Ihnen? Kann man die Nummer regelmäßig wechseln? Ist das machbar? Es ist machbar. Weil ich habe den Problem, wir werden immer von so illegalen Callcenter, die hier jeden Tag anrufen und Verfolgung machen. Und ich muss es loswerden. Okay. Nee, da könnten Sie sogar immer bei uns anrufen, da können wir Ihnen immer die Nummer wechseln, wenn Sie das möchten. Also Sie kennen das ja bestimmt. Ich komme so nach Hause, wie Sie gerade Essen machen. Und dann der, ja, hallo, Sie haben 10.000 Euro gewonnen. Aber damit wir Sie die Geld schicken können, müssen Sie erstmal 500 Euro überweisen. Ui. Ja, oder dann anrufen, wo dem Stromvertrag geben und sagt, ja, mein Name ist Hans Meier, aber du hörst, dass du mit einem Ahmed redest und immer solche Anrufe kriegen. Ganzen Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, sogar bei Sonntag anrufen, das ist so schrecklich. Ich gehe da gar nicht mehr ran. Ich bekomme nämlich auch in einer Tour Anrufe. Oh. Und oh, das nervt mich selber. Was, Und dann was? rufen sie immer über andere Nummern an, mittlerweile sogar schon Ja. über Handynummern. Ja, ich habe es schon mal Und probiert zurückzurufen. Dann heißt das es, geht den nicht. Teilnehmer hat keine Telefonnummer. Das ist Genau. alles Verarsche. Das ist wirklich Verarsche. Aber ich Das habe. stimmt. Das ist ja eigentlich auch verboten, aber hat Menschen gar nicht interessieren. Das Problem ist wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich an Gewinnspiel teilgenommen haben. Und da in den AGBs steht drin, dass die Nummer freigegeben werden darf. Ja, Und dann hat wirklich jeder ihre Nummer. aber du nicht von Callcenter aus Bulgari, die wollen mir Mastercard geben. Und da hat er gesagt, er wird mir totschlagen, weil ich gesagt habe, ich will nicht haben. Mann. Ja, das ist sehr schrecklich, dass denn da immer, dass sie solche Sachen machen. Das Das stimmt ist, schon. was für Leute werden bei Sie immer anrufen? Wie bitte? Was für Leute bei Sie bitte anrufen? Sind das auch solchen Leuten? Also ich habe schon Reisen gewonnen. Oh. Lotto sollte ich auch spielen. Ja. Und Hundefutter, weil ich habe noch einen Hund zu Hause Ja. und ich werde in einer Tour wegen Hundefutter Und die angerufen. haben neulich auch bei mir angerufen mit Hundefutter. Ich sag, Leute, weiß nicht, wie oft wollt ihr noch anrufen? Ich hatte vor einer Woche keinen Hund, ich hatte gestern keinen Hund, ich habe heute keinen Hund und ich werde morgen auch keinen Hund haben. Und Ah, dann vielleicht ja, übermorgen. das kann ja durchaus möglich sein. Und dann habe ich den gefragt, möchtest du Futter für meine Ziege verkaufen? Aber der wollte mir nicht für eine Ziege geben. Ah. Und was machen Sie dann? Sie den dann verarschen oder einfach auflegen? Ich lege einfach auf, mittlerweile bringt es nicht. Wenn ich überhaupt mal rangehe, dann lege ich auf. Ja, aber die kommen, die rufen dann hier immer wieder an. Ja, die rufen auch so immer wieder an. Egal was man macht, es kommt immer wer. Ja, also sie können den Leuten auch nicht leiden. Nee, ich bin ja leider Gottes ansatzweise auch so eine Leute, also ein Mensch. Aber so schlimm, nee, um Gottes Willen, ich kann das auch nicht leiden. Soll ich Sie mal, ich habe neulich bei Internet gesehen, da gibt es so einen Seiten, da werden wenn den Leuten da anrufen und versuchen eine Betrügung zu machen, ja, dann werden den aufgenommen und da kann man sich das anhören. Soll ich Sie Adresse geben? Ja, das wäre cool, Da ja. können Sie mal bei YouTube aufmachen. Ja. Und dann heißt es Telefon Ziege, wie den Ziege.
Telefonziege. Ja. Und da kann man das angehört machen. Okay. Und das ist dann mit Mastercard und mit Strom und mit Gewinnspielung und all solche Sachen. Okay. Ja. Muss ich mir mal anschauen. Da können Sie mal reingucken. Ja, auf jeden Fall. Und ich Nicht sehe dann, verkehrt. ich sitze hier dann ab und da denke ich, Arschloch, vielleicht ist da jemand eine Stimme, den ich kenne. Oh, nicht schlecht. Und ja, also ich finde das aber sehr gut. Was? Okay. Ja. Gut, ja. Muss ich mir mal anschauen. Aber wir müssen Ja. jetzt nochmal zurück zur Sache kommen. Ja, Haben Sie da machen wir doch Interesse gerade. dran oder nicht? Ja, vielleicht. Wo haben Sie denn Vielleicht. mein, wo haben Sie denn eigentlich meine Nummer her? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Unser Chef schiebt uns hier die Nummern rein von den Gebieten, wo wir wissen, dass halt kein gutes Internet herrscht. Ja. Und da sollen wir halt einfach nur anrufen und nachfragen, wie es ausschaut. Ja, dann ist den Chef wahrscheinlich genauso schlimm wie den Callcenter aus Bulgarien. Weil der darf sowas eigentlich ja auch nicht machen. Wir haben, er sagt wohl immer, wir haben eine Genehmigung und wir dürfen das. Ja, also wenn man bei deutsche Gesetze reingucken, dann muss man ja ausdrücklich eine schriftliche Genehmigung geben und ich weiß, dass ich habe den niemand gegeben. Dann tut's mir auf jeden Fall leid. Ja, sie können da ja nichts für, sie machen ja nur Nee, ich bin froh, dass ich einen Job habe. ja, das ist so schrecklich. Möchten Sie vielleicht bei meinen Ziegenfarm arbeiten? Können Sie ein Ziege melken? Ich weiß noch nicht mal, wo Sie wohnen, wo das ist. Wir sind bei Husum, bei Wo ist Nordsee. das denn? Bei Ach, an der Nordsee. Nordsee. Ja. Aber das ist ja so weit weg. Wo sitzen Sie denn? In Hamburg. In Hamburg? Ja, das ist doch nicht weit weg. Das ist 2 Stunden mit dem Zug. Das ist weit. Sind Sie noch nie weit weg gewesen von zu Hause? Nein. Na, no, wie lange Sie da schon arbeiten? Oh, wie lange arbeite ich jetzt hier? Ich arbeite jetzt erst 5 Monate hier. Oh Gott, kann man das da so lange aushalten? Ja, das geht. Ja? Ja. Und haben Sie Aussicht auf besseren Arbeit? Noch nicht. No, was Ich wird finde die denn. Arbeit ja auch gar nicht so schlecht. Ja, ist dann halt nur illegal, ne? Ja, vielleicht, weiß ich nicht, eigentlich nicht. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich die Genehmigung, wa? Ja, von wem denn? Können Sie mir einmal ausdrucken? Das kann ich gerne klar machen. Ja? Da frage ich den Chef nach, dann wird er Ihnen was zuschicken, wenn es recht wäre. Können Sie mir den mal geben? Der ist ja nicht hier. Ach so. Siehst du, Ich kann ihn. der sitzt wahrscheinlich auch bei Türkei im Liegestuhl. Nein, unser Chef ist im Urlaub. Ja, in Türkei. Nee, in Österreich. Ah, in Österreich. Ja, Genau. okay. Weil Einen kleinen Callcenter Moment mal, ich kommt. soll mal ganz kurz die Kollegin weitergeben. Ja? Kleinen Moment, die Ja, bitte. Teamleiterin. Hier Na, ist okay. Ja, hallo, Ja, Sagi, bin hallo. ich mein Name von der Star DSL. Um was geht's denn? Ja, Sie wollten mit mir reden. Ja, es ging ja hier um das schnelle Internet und wo wir Ihre Adressen hier haben, ne? Ja. Genau, es geht darum, Sie müssten sich entweder letztes Jahr oder vor 2 Jahren irgendwo mal im Internet dann irgendein Gewinnspiel registriert haben oder im Internet eine Bestellung getätigt haben. Und da liest man sich natürlich nicht immer die AGBs durch, ne? Und Letztes da. Jahr oder vor 2 Jahren, sagen Sie? Ja, richtig. Da hat es diesen Namen noch gar nicht gegeben. Tja, Und die das sagen Sie Telefonnummer jetzt auch nicht. vielleicht. Ja, natürlich. Ich bin eine frei erfundene Charakter. Es gibt mich seit 3 Monaten. Ah, und der Geburtsdatum 13.07.1991 stimmt dann auch nicht. Und ne, eigentlich bin ich erst 3 Monate alt, der Inder. Ich will Bitte? nur. Ja, mein Charakter existiert seit 3 Monaten. Und Wollen jetzt Sie uns darum jetzt hier ist. ein bisschen verarschen Ja, oder so? wer will denn hier wen verarschen? Sie rufen bei mir an, kalter Anruf ist illegal bei Deutschland und Sie mich anlügen, ganz offen anlügen. Nee, wir lügen Sie nicht an, dann müssen Ja, Sie halt aufpassen, was Sie im Internet Sie tätigen, ne? sagen, vor 1 oder 2 Jahren gab es die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und den Namen noch gar nicht. Ich bin frei erfundener Charakter. Manchmal bin ich auch ein Russe oder manchmal ein Schweizer. Ach so, na dann ist ja super. Ja, Dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. möchten Sie jemanden grüßen? Ich glaube nicht, dass Sie jemanden grüßen möchte.